90er Jahre, Wickfield und ihr legendärer Saturday Night Hit. Und bis heute, 22 Jahre später, tanzt man noch immer auf dieses Lied. Aber ob die Kultblondine noch immer gerne Handtuch trägt, Julia Kiefer und Anne Korff mit vielen ungelüfteten Geheimnissen und dem neuen Plan, den die Dänin jetzt für ihre Zukunft schmiedet. Sie war die süßeste Handtuch-Turbanträgerin der 90er Jahre. Die platinblonden Zöpfe, ihr Markenzeichen. Männer fanden sie heiß, Frauen wollten sein wie sie. Ihr Partysong wird zum Schlachtruf einer ganzen Generation. Na, wissen Sie, wen wir meinen? Richtig, Wickfield, alias Sunny Charlotte Carlson. Und das ist sie heute. Immer noch Sängerin und immer noch so quirlig wie vor 22 Jahren. You know what? Ich glaube, ich sollte meine Haare wieder so tragen. Sowohl um Seitenzöpfe als auch um Wickfield selbst ist es stiller geworden. Geld verdient die 46-Jährige heute mit kleinen Live-Auftritten. Und wenn Sie jetzt dachten, Sie wüssten schon alles über den Cool-Song Saturday Night, 22 Jahre später enthüllt die Sängerin endlich das, was sich viele bis heute fragen. Ich wurde immer wieder gefragt, was ich unter dem Handtuch trage, ob ich darunter nackt bin. Nein, ich war nicht nackt. Ich hatte Unterwäsche an, glaube ich. Nicht nur Wickfields Handtuch-Look sorgt für Gesprächsstoff, auch ein Tanz ist untrennbar mit Saturday Night verbunden. Also Saturday Night, ja doch. Ja, gut gemacht, auch meine Jugend. Bisschen rumspringen, ganz einfach locker durch die Gegend springen. Ja. Eine Choreografie, einfach, simpel und für jeden einprägsam, zumindest fast. Wickfield, die heute in London und Italien lebt, wird zum Vorbild einer Generation. Ihr Lied zur heimlichen Hymne. Von wem verrät sie selbst? Damals war noch nicht die Zeit, öffentlich zur Homosexualität zu stehen. Und ich fühlte mich immer sehr geehrt, dass viele homosexuelle Männer zu meinen Konzerten gekommen sind und hier ungezwungen sein konnten. Sie trugen meine Frisur und wir haben über Make-up gesprochen. Doch irgendwann ist der Hype vorbei. Obwohl Wickfield Millionen mit dem Lied Saturday Night verdient, zollt der Erfolg sein Tribut. Selbstzweifel, Alkohol, Depression. Ich habe die Person gehasst, die ich geworden bin. Du wirst von jetzt auf gleich zum Popstar. Aber was machst du dann? Wie sieht ein normales Leben aus, wenn die Leute aufhören, deine Musik zu kaufen? Musst du überlegen, was du noch tun kannst. Du kannst zwar Musik machen, aber das heißt ja nicht, dass die Leute es auch mögen. Aber jetzt werden sie es. But they are now. Auch wenn die Sängerin nach Saturday Night nie wieder an ihren Erfolg anknüpfen konnte, gibt sie nicht auf und meldet sich mit fast 50 zurück. Vernünftiger, ruhiger und nicht mehr unter dem Künstlernamen Wickfield, sondern ihrem bürgerlichen Namen Sunny. Ich will das Kapitel Wickfield nicht ändern. Ich will mich weiterentwickeln. Ansonsten wird man immer am Alten gemessen. Zu spät, sich neu zu erfinden. Und wer weiß, vielleicht besuchen wir sie in 20 Jahren erneut und feiern einen neuen Kultsong von ihr.